So, liebe Freundinnen und Freunde, jetzt gehen wir über zum Listenplatz 13. Da haben wir bislang zwei Kandidatinnen. Das ist zum einen Silke Gebel und zum anderen Anja Kofbinger. Gibt es weitere Kandidaten? Wenn nicht, gehe ich über zur Vorstellung der Kandidatinnen. Es gibt keine weiteren Kandidatinnen. Silke, the floor is yours. Hallo, liebe Leute. Meine Politiklehrerin, die hieß Frau Westerburg. Ja. Und Frau Westerburg, die wollte uns damals beibringen, die Grünen, die gibt es bald nicht mehr. Die anderen Parteien, die werden die Themen übernehmen und dann hat sich das von selbst erledigt. Und heute, fast 20 Jahre später, da sitzen wir alle hier, weil es uns Grüne braucht, weil wir gerade bei den Ökothemen den entscheidenden Unterschied machen. Ich habe als eure umweltpolitische Sprecherin die letzten Jahre im Abgeordnetenhaus gearbeitet. Und ich kann von da nur sagen, gerade beim Umweltschutz, da muss man bei SPD und CDU mal genau aufpassen, dass das nicht als erstes unter die Räder fällt. Mein Name ist Silke Gebel und ich habe die letzten Jahre mit Konzepten und mit Kampagnen, mit Anfragen und Anträgen in Berlin und mit Brandenburg, mit den Umweltverbänden und auch mit der Wirtschaft dafür gekämpft, dass unser Kernthema der Umweltpolitik, dass daran gut gearbeitet wird. Das möchte ich weitermachen und dafür trete ich heute wieder an. Liebe Leute, dieses Wasser, das kommt aus dem Braunkohletagebau in der Lausitz. Ungefiltert fließt diese braune Brühe in die Spree. Das Sulfat da drin, das belastet hier in Berlin unser Trinkwasser. Und durch meine Anfragen, da kam raus, das wird richtig teuer hier in Berlin. Wir müssen da jetzt umsteuern, weil wir unseren Kindern nicht noch mehr solcher Umweltsauereien hinterlassen dürfen. Wir kämpfen gegen die Braunkohle, weil wir nicht nur das Klima schützen, sondern weil wir auch unser Wasser schützen wollen. Aber liebe Leute, braune Brühe, die gibt es nicht nur in Brandenburg. Unsere Kanalisation, die hält das extreme Wetter nicht mehr aus. Jedes Mal bei Starkregen fließt die Kanalisation in die Flüsse und in die Seen. Und das ist richtig scheiße. Und ich will das nicht. Ich will keinen Fisch sterben im Schifffahrtskanal. Ich will nicht, dass es im Landwehrkanal im Sommer immer nach Toilette stinkt. Ich will, dass meine zwei kleinen Kinder eines Tages in der Spree oder in der Rummelsburger Bucht baden können. Und dafür müssen wir den Regen aus der Kanalisation raushalten. Die Idee, die ist einfach. Wir begrünen die Hausdächer und die Fassaden und wir brechen den Beton auf. Wir speichern die Stadt, wir nutzen die Stadt als Regenspeicher. Unser Programm dazu heißt 1000 grüne Dächer für Berlin. Das ist außerdem noch gut für das Stadtklima, für die Artenvielfalt und fürs Urban Gardening. Und liebe Leute, so können wir alle mal in der Spree baden. Für mich ist grüne Landespolitik immer Visionen aufs Alltägliche runterzubrechen. Und in der Abfallpolitik, da ist meine Vision Null Müll oder Zero Waste. Und damit fangen wir beim Coffee to go an. 170 Millionen Coffee-to-go-Becher, die gehen jedes Jahr in Berlin über die Ladentheken. Für diesen Rohstoffverbrauch, da müsste man jährlich die Hälfte des Volkspark Friedrichshain abholzen. Unsere Bequemlichkeit, die geht auf Kosten der Umwelt. Meine Antwort, die lautet, Mehrweg statt Einweg. Ich will einen Berliner Bärenbecher im Pfandsystem, den ich in Schöneberg befüllen kann und in Charlottenburg zurückgebe. Und wenn das klappt, das wäre so einzigartig. Kaffee to go, ohne Müll. Das ist der Anfang für Zero Waste in Berlin. Und auf der nächsten LMV haben wir da hinten auch Mehrwegbecher. Liebe Leute, bei meinem... noch eine Minute. Ich wollte jetzt eigentlich noch was zur sauberen Luft sagen. Aber saubere Luft ist vor allen Dingen ein wichtiges Thema, weil es da um soziale Gerechtigkeit geht. Weil die autogerechte Stadt der SPD auf Kosten der Ärmsten geht. Weil die meisten Leute von diesen 2600
Toten, die aufgrund der schlechten Berliner Luft da sind, die lebten an Hauptverkehrsstraßen, die lebten an der Stadtautobahn, weil da die Mieten niedrig sind, weil es da besonders viel Feinstaub und Stickoxide gibt. Aber anstatt jetzt Geld in den Radverkehr zu stecken, baut der Senat mit der A100 lieber das teuerste Stück Autobahn. Aber wir Grüne, wir wissen, Umweltpolitik, das ist immer eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Wir kämpfen dafür, dass alle Menschen in Berlin durchatmen können, egal ob sie im Grunewald oder in Moabit leben. Ja, liebe Leute, ich habe schon damals in der Schule gewusst, meine Lehrerin, die hat da nicht recht. Unser alter grüner Spruch, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt, der ist heute noch gültig. Und ich mache deshalb Politik, weil wir eine Verantwortung für kommende Generationen haben. Und gerade im wachsenden Berlin ist starke Umweltpolitik wichtiger denn je. Und dafür bitte ich jetzt um eure Stimme, für gesunde Luft, für sauberes Wasser und für Ressourcenschutz. Applaus